und willkommen zurück zu einer neuen Folge Construction Simulator, wo wir gerade das Schwimmbad bauen. Und mit wir meine ich den Nexus. Hallihallo. Den Faustus. Ja, Tau. Und mich natürlich. Doch, Mensch. Dem Blöder. Muss doch nicht sein. Und wir sind auch fast fertig. Wir müssen jetzt nur noch abladen, genau da, wo der LKW drin steht. Der steht genau im Punkt drin. Und dann sind wir eigentlich fertig. Dann müssen wir eigentlich nur noch einmal mit dem Vorarbeiter schnacken. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ich das. Schon mal den Bagger zurück. Was ist denn mit den Rohren? Die musst du jetzt auch abladen, ne? Ach ja, genau, die Rohre, die gehören auch noch hier mit rein, genau. Das hole ich dir eben hier. Ich stehe ja hier mit dem kleinen Pritschenwagen so schön am Parkplatz. Ja, und danach hat der Würde dann eben auch schon erzählt, was als nächstes kommen wird. Genau, wir haben uns gedacht, Sonderauftrag, das schockt immer am meisten im Moment gerade, finde ich. Ja. Und wir haben da ja noch so eine Lagerhalle. Ja, die könnte man auf jeden Fall mal machen noch, ne? Ja, denke ich auch, ne? So eine Halle hatten wir ja in dem Sinne auch noch nicht, ne? Wir haben ja mehr Häuser gebaut, beziehungsweise einen Tennisplatz oder... Kannst du das nicht einfach abkippen, Faustus? Das wäre leichter. Ja, stimmt, klar. Logo. Fährst du auf die andere Seite und kippst es einfach ab. Musst du es aufpassen, dass es jetzt nicht runterfällt. Oh ja. Das sind ja nur Plastikrohre, die gehen auch nicht kaputt, weißt du. Kannst aber gut Musik drauf machen. Ja. Weiß ich nicht, muss ich demnächst mal ausprobieren. Blasmusik. Nee, die meinte ich jetzt eigentlich nicht, aber okay. Wurde sie drauf rumtrommeln? Genau. Wie die Blue Man Group, Alter. Genau, voll ich war da mal live. Echt? Ja, es ist so geil, ne? Ey, wie hohl bin ich denn? Das ist gar nicht da hinten. Oh, alter Finne, ey. Ja, Leute, guckt euch lieber nicht meine Folge an, weil sonst seht ihr meine Schmach. Alter, krass. Man muss schon dämlich sein, ey. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Hey, seht ihr das, was ich da gemacht habe? Nee, ich noch nicht. Ja, nee. Das ist ja gut. Also eigentlich wären wir schon fertig. Aber ups. So, und jetzt in der Garage konntest du was einlagern, ja? Ja, den... Meintet ihr vorhin die Garage? Den Lüttenbagger habe ich einge... Die große da mit den vier blauen Toren. Ja, die war schon immer da. Ja, ne? Sag ich doch. Ja, okay, hat halt nur die Funktion. Wie kriegt man da was raus? Wie man da was rauskriegt, weiß ich jetzt auch nicht. Oder wie hast du das da reingekriegt? Fangen wir mal so. Ich habe Escape gedrückt und dann irgendwie Firma oder was steht da? Warte mal. Ja, Firma und dann Fuhrpark und dann stehen da die ganzen Fahrzeuge. Und dann kannst du da ganz hinten das letzte Symbol davon ist einlagern. Ah, okay. So, und wie sehe ich, welches eingelagert ist? Zum Beispiel der kleine Anhänger. Der ist auch eingelagert schon? Sieht hier zumindest so aus. Ach ne, den kann man ja wahrscheinlich auch ausleihen. Das wird wahrscheinlich Leihfahrzeuge sein, weil das die Hänger sind. Ach, an dem Symbol, an dem zweiten Symbol. Bitte. Ich lese mal kurz vor, ne? So, die Abnahme durch den Verantwortlichen der Stadt sind durch. Wir haben es geschafft. Gute Arbeit, Wöder. Haha, nur ich. Ja. Danke, das war ein ordentliches Stück Arbeit. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Vielleicht sollten wir uns auch eine Erfrischung gönnen. Was meinst du? Ein paar Runden im Becken würden dir sicher gut tun. Willst du damit sagen, dass ich zu dick bin? Nein, nein, du siehst super aus für dein Alter. Ich muss weg. Für dein Alter. Ja, ist voll. Hammerhart.
Würderl ist frech. So, dann zeigt mir Und das zack, Schwimmbad. so, zack. steht es. Erfolg freigeschaltet wie ein Fisch im Wasser. Ja, ich habe die Errungenschaft Toll. nicht bekommen. Eine Errungenschaft habe ich jetzt auch nicht. Oh, Alpha-Wand. Oh, Alter, das sieht doch geil aus, Alter. Was haben wir hier Ja, sehr. gezaubert, Jungs? Hey, kommt man hier nicht weiter? Nee, Nein, Alpha-Wand. Alpha-Wand. Das haben wir bei jedem unserer Bauprojekten. Wir gucken uns das auch immer nochmal an. Ey, Na, guck mal, um zum guck mal. Beispiel einen Screenshot zu machen. Ja. Dass du da nicht den Weg gehen kannst, was soll das denn? Ist schade, ne? Ja, das haben wir uns auch schon so oft gewünscht, ey. Naja. Oh, ich gehe mich mal umziehen, ne? Ja, hol die Schlange raus, Sade. So. So. Ist draußen. Jetzt kann ich nicht mitfahren, das finde ich voll doof. Ja, wieso? Ich fahre doch gar nicht. Ne, ich hau jetzt trotzdem ab. Ach ne, wir können ja direkt einen neuen Auftrag schon mal annehmen. Genau, Ja. und zwar die Lagerhalle. Und da muss ich dann wahrscheinlich wieder vorlesen. Ich habe bloß keine Ahnung, wo der Vorarbeiter ist. Ich muss mir mal die Karte angucken, das wird da ja gezeigt. Entweder ist er bei uns auf dem Platz oder da, wo die Halle gebaut werden soll. Hier ist jemand. Vorarbeiter, ja. Ja gut, dann komme ich da Im hin. Gelände. Was mache ich hier bloß gerade, du? So, Hä? da wollte ich Oh, ich hin. bin schon an der Baustelle. Firmengelände Stadt da. Och, das ist ja mal richtig weit weg, ey. Echt jetzt? Das ist direkt neben uns. Ah, cool. Echt? Ja, das ist direkt neben unserem Grundstück. Da hat gerade ein Typ aus dem Industriegebiet am Hafen angerufen. Einer seiner Mitarbeiter hätte ihn empfohlen, sich mal mit uns in Verbindung zu setzen. Der würde dich wohl persönlich kennen. Ah, das muss der Kerl sein, bei dem ich den Trafo abgeliefert habe. Ein netter Typ. Was wollten die denn? Es geht wohl um eine größere Lagerhalle. Sie suchen noch nach einem passenden Bauunternehmen. Aber nach ein paar Takten am Telefon, Entschuldigung, Telefon, war klar, dass wir den Job bekommen. Wohl auch, weil wir direkt um die Ecke sitzen. Er meinte, wir können direkt anfangen. Das freut mich. Der Umzug in die Stadt hat sich echt gelohnt. Ich mach die. Hä? Achso. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Er tut mir leid, ich bin gerade nicht so gut im Lesen. Verdichte den markierten Bereich auf Was? der Baustelle. Okay, bei mir stockte es gerade ziemlich. Meine Ja. FPS-Anzahl geht auch gerade runter. Okay, bei mir ist alles gut. Hatte ich aber auch gerade. Ja, die ging gerade auf 30 zurück, ey. Okay. Immer 20, noch. 19? Ja. Ich habe gerade nur 5, 6, 7 FPS. Jetzt ist er wieder bei 60. Ja. Merkwürdig. Okay, das ist wirklich merkwürdig. Jetzt habe ich jetzt hat sich auch wieder alles normalisiert. Jetzt ist wieder ganz normal. Entschuldigung. So, wir müssen verdichten, also muss ich die Walze hier Die mitnehmen, ne? Walze muss Ja, auf hättest du jeden auch Fall so mit hin. rüberfahren können. Ja, Besorge aber die 4 Schiene. Armierungseisen vom Baustoffhändler und danach gießen. Ja, ich habe schon fürs Gießen packe ich gerade schon alles rüber. Okay. Ich hole schon mal das Armierungseisen. Boah, ich hasse das, ey. Ich krieg die Störung. Ich muss diese scheiß Stützen jetzt hochfahren. Macht man das? Shift und Q, aber du spielst mit Pet, ich habe keine Ahnung. Ja, Shift und Q bin ich auch für. Shift und Q oder Shift und Ö? O, E. Mein Gott. Shift und Ö. Ohne Ö fehlt dir was. Naja. Wo ist denn die Baustelle? Gießen. Besorge Wandgrundierung. Besorgst du alles, Wöder? Dann komme ich auch mit dem Kleinen ein. Ach so, ja, kann ich machen. Kannst du mal kurz vorlesen? Das wäre super. Ja, kann ich machen. Hast du schon irgendwas gekauft? Das Armierungseisen habe ich schon. Vier Okay, Stück waren das, ne? Armierungseisen hasse. Besorge Verschalungselemente, Firma. Alter, wofür ich das denn? Sowas gibt's hier? Nö. Okay. Doch da, Verschalungselemente, vier Stück. Alles klar, habe ich. Armierung. Zweimal Wandgrundierung. Zweimal Zementsäcke. Ja.
Fertigwand, okay, da müssen wir dahin. Zweimal Versiegelung. Versiegelung, ja. Und zweimal Bitumen. Zweimal Bitumen. Das war's, ja. Das war's, ja. Gut, dann ist alles eingekauft. Bis auf eben die Wände. Aber das geht ja eh nicht. Ach Müssen wir du ja mit dem. Scheiße, Alter. Ja, ich komme mit dem Kleinen, der kann ja locker 8 Paletten tragen. Ah ne, 4 war das ja nur. Ne, 8. Wobei ich habe auch schon. Warte. 6, 12 drauf gehabt, ne? Auf den Ja, Kleinen. zwölf. Ja. Zwölf kriegst du auf den Kleinen drauf. Aber alles mit dem Dingens, ne? Aber schnell mit dem Gabelstapler. Ja, das war schon eine Leistung. Auf den Großen kriegst du locker 16 Paletten drauf. Ja, brauchst hier dich gar nicht drum kümmern. Das werde ich wohl alles drauf kriegen. Genau, ich nehme nur die großen Sachen mit hier. So, und ich verdichte hier mal. Denn der Faustus ist dichter. Wie das letzte Mal. Er ist dichter. Er ist dichter als Goethe, Ja. Ey, wie soll ich das denn da rankriegen, ey? Die Zeiten sind vorbei. Wird mir warm hier, ey. So ohne Ventilator, Ist ey. schon echt sehr warm. Vor allem der Rechner schmeißt Hitze hier rein ohne Ende, ne? Ja. Alter, Wir wollen. sitzt ihr nicht in voll großen Räumen? Ja, Nee. doch, Ich sitze hier hinten in einer aber. kleinen Abstellkammer, Alter, wo ich mir mein Büro eingerichtet habe. Ja, es ist 2 mal 2 Meter groß. Ja, wenn ich die Wand einhau. Wenn ich die Wand einhau. Ich sitze halt im Flur, ne? Also ich habe jetzt hier, was ist das? Bestimmt so 4 mal 4 Meter, 4 mal 5 Meter. Keine Tür, also offen zum Wohnzimmer hin. Ja. Aber meine Freundin hat ja auch ihren Rechner an und der ist noch eine Ecke heißer. Wegen deiner Das ist ein Frau. ganz heißes Teil, Alter. Nee, ach nee, wenn die nur WoW spielt, dann kriege ich die Grafikkarte locker 80 Grad hin, weißt du? Schon ordentlich. Ja, meine hat jetzt gerade mal 43. Ein Construction Simulator ist doch, glaube ich, ein bisschen grafisch anspruchsvoller als WoW. Geringfügig wahrscheinlich, vor allem weil die Bugs ja auch erstmal geladen werden müssen. Ja, eben, ne? Auf jeden Fall, Ja, wir können da nichts für, wir müssen diese Bugs immer noch eben, wir müssen sie hervorheben, immer wieder weil. erwähnen. Das geht gar nicht anders. Das ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt weiterspielen. Ja, also ganz ehrlich, fast schon Ja. ja. Fast schon, ja. Das Spiel an sich ist auch schon echt ganz lustig, ne? Auch wenn es eigentlich fast eintönig ist, ist es trotzdem toll, finde ich. Ja, vor allem, was ich an so Spielen ist, genauso wie bei Farming Simulator, was ich bei solchen Spielen immer ganz gut finde. Erstmal sind die gesellig. Zudem sind die stressfrei. Nee. Stressfrei auf keinen Fall, weil wenn du manchmal so Ladungsprobleme hast, wie wir manchmal hatten, ey, dann ist das kein stressfrei. Nein, aber du hast jetzt hier keinen Zeitdruck oder du musst jetzt irgendwie auf irgendeinen Skill drauf hoffen, den du eh nicht hast, so, ne? Ja doch, Ladungsskill. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, Ja, klar, wissen wir. ich weiß. Nee, das ist schon wichtig. Und du hast recht, ey. Man kann sich einfach über Gott und die Welt unterhalten, wie man das sowieso macht, wenn man im TS ist. Und du Ja. spielst dabei noch ein Spiel, weißt Ja. Muss ich da nicht so ganz drauf konzentrieren wie naja, bei Rocket League zum Beispiel. Da muss er halt schon ein bisschen Konzentration haben oder keine Ahnung, irgendwelche Shooter-Spiele, die jetzt eh hier nicht so sehr gespielt werden, aber Ja, aber Heinz Z1 der zum Beispiel, wenn du da King of Ja. the Kill, ne, da musst du dich schon konzentrieren. Da kannst du nicht mal Ja. eben so ein bisschen aus der Schulzeit erzählen oder so. Ja, eben. Oder bei Dead by Daylight, was wir jetzt gerade aktuell ja auch Ja. häufiger spielen, da ist auch nicht so, dass ich die ganze Zeit da am Labern bin. Wenn ich da konzentriert mich vor allen Dingen auch auf die Geräusche und so konzentriere, Ja. dann kriege ich gar kein Wort raus. Ne? Dann bin ich lieber still. Ja. Das ist das Problem.
Also ich habe das selbst bei den Dead by Daylight Aufnahmen so, dass ich wirklich die ganze Zeit fast nichts sage, Alter. Ja, ist mir aufgefallen. Ich habe mir deine Episoden, also nicht jetzt nicht alle, aber ich habe mir schon die ein oder andere mal angeguckt. Vor allem die mit Webcam, da kriegst du das Maul ja nicht auf, ne? Da Ne. denke ich mir, ist sehr schüchtern geworden, der Typ. Ist Ja, habe eigentlich ich gar nicht so, auch. aber man merkt das gar nicht so. Weißt du, man ist so konzentriert, Alter. Weil vor allem die beiden mit Webcam, da bin ich ja der Mörder. Und, Ja. Wobei mit Mörder finde ich Webcam gar nicht so interessant. Ne, es ist also ist jetzt so meine Meinung. Ne, ich sag mal, als Mörder da stehst du ja da und hast eigentlich gut lächeln, sag ich mal. ja, das war auch Ja. nur technisches Problem schon wieder. Eigentlich sollte jede einzelne Folge mit Webcam sein. Ja. Was sollen wir jetzt dazu sagen? Ne? Technische Probleme, das Thema hatten wir vorhin ausführlich. Ja. Ne? Wird schon zum guten Ton. Als YouTuber hat man technische Probleme oder man ist kein richtiger YouTuber. Genau. So, mit dem Walzen bin ich auf jeden Fall fertig. Es darf abgeladen werden. Ja, das ist ja erstmal blöd an seinem Part. Ja, Da das die, Ding ist, ich lade immer noch auf. ja, ich lade ja auch noch auf, aber das Erste, was herunter muss, ist ja, glaube ich, das Armierungseisen. Deswegen habe ich noch eigentlich alle Zeit der Welt. Und Hat ich sich kann ein, mir, ja. hat sich einer die Aufträge da, also die Schritte mal angeguckt? Ja, ist ziemlich viel Gießen. Ist aber kein Walzen mehr, ne? Nee, Walzen ist da nicht mehr bei. Kannst wegbringen, wenn du Ja, genau, möchtest. fahre ich dann nämlich jetzt mal eben um die Ecke. Um der Eck. Alter, Ab das durch die wird doch Hecke. wieder nix. Also das Armierungseisen kriege ich nicht auch noch mit. Das ist aber schlecht, das brauchen wir als erstes. Super. Ich weiß ja auch nicht, was die Zeit sagt, weil der will dann ja vergisst gerne mal die Zeit. Ach so, ja, wir sind am Ende. Ja, ich wusste es. Juhu. Wir sind am Ende, Jungs, wir sind am Ende. Das Ganz ehrlich. Armierungseisen passt nicht. Ganz ehrlich, Jungs, wir sind im Arsch. Ja, und hier ist Duster. Wie ist Duster? Kennst du Duster das Wort auch nicht? Dunkel. Ja, ich Ja. kenn's aber auch Duster. Ja, Alter, ich krieg das da nicht rauf, das fällt immer wieder runter. Weil ich das nicht nach links schieben kann, weißt du? Also es wird ein bisschen länger dauern. Nichtsdestotrotz sind wir am Ende einer Folge, wie wir eben schon festgestellt haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal beim Nexus oder beim Faustus auch, der lädt die Highlights ja auch hoch, reinguckt. Die Kanäle sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Wir freuen uns immer über Kommentare. Vielleicht gebt ihr Tipps, vielleicht sagt ihr irgendwas, was wir gerne mal machen sollen oder so, wo ihr vielleicht Lust drauf habt oder so. Vielleicht habt ihr Ahnung von dem Spiel, irgendwelche Sachen, die wir noch nie gemacht haben. Vielleicht habt ihr auch Lust, irgendwelche Mods uns vorzuschlagen, die wir auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren werden und dann vorstellen, soweit sie funktionieren. Ansonsten weiß ich gar nichts, was ich nur sagen soll. Deswegen höre ich auf. Alles klar, wir sind raus. Ciao. Ciao. Ciao.